Ilka, herzlichen Glückwunsch. Gestart, Grand Slam. Und ihr habt jetzt das zweite Spiel in der K.O.-Runde gewonnen. Und auch diesmal war es wieder knapp. In der ersten Runde habt ihr gegen die Brasilianerinnen gewonnen. Erst nochmal dazu, da habt ihr 2017 im zweiten geführt. Dann kamen sie nochmal rein und dann habt ihr euch einen dritten gegönnt. Genau, also wir haben im Moment irgendwie die Dreisatzspiele gebucht. Es war gegen Brasilien war natürlich irgendwie schon scheißlos, in Anführungsstrichen, aber wir sind als Dritter aus der Gruppenphase, da muss man mit was Gutem rechnen in der Regel. Und das war dann auch okay, haben wir uns selber eingebrockt, da mussten wir durch. Und es sind definitiv auch nicht unsere Lieblingsgegner. Wir haben, glaube ich, von den letzten 20 Spielen eins gewonnen, gefühlt. Und es war jetzt also sowieso halt ein wichtiger Sieg, aber dann auch mental einfach nochmal, dass wir dieses Team, gegen das wir viel verloren haben, auch in letzter Zeit, nochmal schlagen konnten. Und da war natürlich im zweiten Satz so ein bisschen die Nerven am Flattern 2017. Das muss man ja eigentlich nicht mehr aus der Hand geben. Aber ja, letztendlich haben wir es gedreht. Im dritten dann auch nochmal spannend gemacht, aber für uns entschieden. Und das ist dann irgendwie auch eine Stärke, wenn man das mitnehmen kann. Nach der Pause, war nicht so lange Pause, habt ihr jetzt gegen Pavlik Fortmann gespielt, die großartige Runde bis jetzt gemacht hatten. Sind, glaube ich, Gruppe Erste geworden. Da war der erste Satz deutlich und der zweite war wieder etwas nicht so gut für euch. Ja, also das ist halt auch immer so die Sache. Wir haben den ersten Satz, ich weiß nicht, wie deutlich gewonnen, auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Zu 10, 11, weiß ich nicht. 9 oder 8. 9 sogar. Da weiß man schon, es geht im zweiten Satz in der Regel nicht so einfach weiter. Die kommen dann auch irgendwann ins Spiel, die haken vielleicht den ersten Satz dann irgendwann auch ab und denken sich, okay, spielen wir noch zu Ende, dann geht es im zweiten Satz los. Es war uns schon klar, dass es ein schweres Stück Arbeit wird. Und die haben halt nochmal ein bisschen was umgestellt in ihrer Aufschlagtaktik, haben viel kurz serviert. Damit sind wir anfangs nicht ganz so gut klargekommen und haben halt ein, zwei Breaks liegen lassen, haben selber eine extrem hohe Fehlerquote im Aufschlag gehabt und also angemessen an dem Druck, den wir erzeugt haben im Aufschlag, war das einfach zu hoch und wenn die halt nicht wirklich Sideout spielen müssen, wir dafür umso mehr, dann wird es halt schwer, wenn der Sideout nicht besonders gut ist, so einen Satz für sich zu entscheiden, aber ja, haben wir halt im dritten dann wieder alles reingelegt und der geht dann wieder bei 0-0 los und dann kann man auch wieder vieles besser machen und das ist uns auch gelungen, denke ich. Der Thilo, euer Trainer, wissen ja viele, der stirbt auch immer. Da habe ich ein paar Fotos, die gibt es nachher noch. Thilo, ich denke zum Beispiel bei so einem Team wie die Amerikanerinnen, die jetzt nicht so, die auch Quali spielen müssen, noch nicht so oft dann ins Hauptfeld am Anfang kommen. Ist es dann eine spezielle Taktik oder wie läuft es? Ja, wir hatten das Vergnügen, die schon zweimal zu spielen dieses Jahr und leider auch beide Spiele verloren im dritten Satz. Die sind ein Team, was dieses Jahr neu zusammenspielt, dementsprechend noch nicht so viele Punkte hat in der Quali ist, aber letztendlich sich eigentlich bis auf einmal, glaube ich, immer durchgesetzt hat und auch ein Team, was man nicht unterschätzen darf. Also die machen schon ein gutes Ding und gerade in unserer Phase, wo es nicht so gut lief, haben die uns echt auch immer ganz schön viel Nerven gekostet und es waren immer Dreisatzspiele, nee, einmal nicht, aber das letzte war ein Dreisatzspiel und da wussten wir schon, es wird ein hartes Stück Arbeit, weil wir wollten natürlich auch endlich mal den Sieg auf unsere Seite holen, aber man hatte natürlich einfach Vorerfahrungen, ne? Und daran passt man die Taktik dann wieder an und es war jetzt kein unbekanntes Team für uns. Okay, dann ist die Phase, wo es nicht so lief, jetzt erstmal überstanden, auf jeden Fall für diesen Grand Slam und dann wird es auch so hoffentlich so weitergehen. Gut, dann gute Erholung, abtrocknen und morgen geht es dann weiter. Jo, Dankeschön.